Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute war die erste richtig kalte Nacht. Es ist mittlerweile schon fast Mitte Oktober. Und normalerweise haben wir ja schon Anfang Oktober immer Frost gehabt. Aber ja, diesen Herbst ist es lange warm gewesen. Aber jetzt merkt man es langsam, dass es immer kühler wird. Und wir sind jetzt dabei, die ganzen Kürbisse reinzuräumen, in den Keller zu schaffen. Und was wir bis jetzt in den letzten 2-3 Wochen gemacht haben hier im Garten und auch ja, mit der Apfelernte, das möchte ich euch in diesem Video gern zeigen. Also seid gespannt und bleibt dran. Wir haben unsere drei wunderschönen Halbstämme beerntet und haben uns natürlich ganz viele Lageräpfel vorher abgepflückt. Die haben wir schon eingelagert und den Rest haben wir abgeschüttelt. Und die ganzen Äpfel natürlich, die jetzt zu Boden fallen beim Schütteln, die können natürlich nicht lange gelagert werden. Und die sammeln wir dann auf, verarbeiten die zu Apfelkonfitüre, Apfel- und Kürbismarmelade. Und auch zu Saft. Und ja, da haben wir eine ordentliche Ladung zusammenbekommen und verarbeiten die dann, oder lassen sie besser gesagt, zu Saft verarbeiten. So ihr Lieben, der Hänger ist schön voll geworden. Ihr seht das, das geht jetzt alles zum Mosten. Ich habe mir noch 2 Stiegen Verarbeitungsäpfel zum Verarbeiten zurückgestellt in die Garage. Und da werde ich dann noch Kürbis-Apfelmarmelade draus machen und Apfelringe will ich noch auf jeden Fall dürren. Und das geht jetzt alles zum Mosten zu netten, lieben Freunden von uns. Die haben eine Mostanlage und die vermosten das dann alles zu Saft. Der Garten sieht noch richtig schön grün und saftig aus durch den vielen Regen, den wir hatten. Und auch die Herbstastern blühen jetzt wunderschön und die sind wirklich jeden Tag voller Insekten. Es ist Wahnsinn, Schwebfliegen und auch Wildbienen. Und man merkt es wirklich, es braucht wirklich Blühpflanzen im Garten, auch im Herbst. Und da bin ich auch gleich schon bei den Insekten. Ja, und zwar liegt mir noch was ganz doll am Herzen. Ich bin ja gerade dabei, Saatgut abzunehmen. Das hier sind alles in den Samen gegangene Nachtkerzen. Eine ja, wunderbare Pflanze für Nachtfalter, denn die Nachtfalter ernähren sich von dem Nektar der Nachtkerzen. Die blühen nur in der Nacht, haben wunderschöne gelbe Blüten, die auch essbar sind. Die ganze Pflanze ist essbar. Das heißt, die Blätter, die kommen schon ja, im ersten Jahr. Die Pflanze ist zweijährig, das heißt, sie blüht erst im zweiten Jahr. Und die Blätter, die bilden so schöne Rosetten. Und man kann natürlich dann im zeitigen Frühjahr schon die ersten, die ersten Blätter davon ernten und in Salate essen. Und man kann auch die Wurzeln essen, wie Wurzelgemüse, wie Möhren oder Pastinaken. Ich selber habe sie noch nicht probiert, möchte ich aber bald machen, denn ich habe hier hinter meinem Gewächshaus, was ihr glaube ich noch nie gesehen habt, denn hier ist nur ungefähr ein Meter Platz noch zwischen Gewächshaus und der Grundstücksgrenze und meinem Zaun hier. Hier wächst auch der Wein von meinem Großvater. Und
Ja, und hier haben wir die Nachtkerzen stehen. Und hier bin ich gerade dabei, Samen abzunehmen. Und ich wollte euch ja einfach mal zeigen, dass selbst in so einer scheinbar toten Hülle sehr viel Leben existiert. Das heißt, hier in diesen vertrockneten Samenkapseln, die jetzt alle aufgehen und wo die Samen dann langsam ausfallen, dort drin befinden sich so viele Insekten, kleine Mini-Käfer, kleine Spinnen. Ich entdecke hier immer ganz, ganz viele kleine Krabbeltierchen. Und ja, und genau deswegen sollten wir genau diese Sachen hier, diese Samenkapseln auch über den Winter stehen lassen. Denn das ist wirklich ein ideales Versteck für diese kleinen Krabbler und natürlich auch dient es als Futterquelle für die Vögel im Winter, denn sie fliegen dann natürlich auch hier diese ganzen Pflanzen an und schauen, ob sie hier diese kleinen Samen pickern können. Im Winter ist es halt einfach Futter für die Vögel und Versteck für die Insekten. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir auch Pflanzen hier stehen lassen über den Winter und vielleicht dann erst im Frühjahr, wenn es dann wärmer wird, vielleicht erst im April ungefähr, dann wirklich wegräumen, abschneiden, verkompostieren oder als Mulchmaterial verwenden. So mache ich das zumindest. Und ich werde hier auch nicht alles abernten, ungefähr nur die Hälfte, sodass die Hälfte noch stehen bleibt für die Krabbeltierchen. Genauso habe ich das nämlich auch bei der wilden Karde beobachtet. Bei der wilden Karde habe ich schon angefangen, vor 4-5 Wochen Samen zu ernten für euch. Und genau dasselbe habe ich da auch beobachtet. Wenn ich diese ganzen Samen ausschüttle, kommen dort wirklich so viele Kleinstlebewesen raus. Das ist unwahrscheinlich. Schaut mal bei euch nach, vielleicht ist das bei euch auch so. Und wenn man dann nämlich den Garten wirklich jetzt im Oktober und November komplett leer räumt, dann bleibt halt auch kein Platz mehr für diese kleinen Krabbler, die aber eben ja so wichtig sind, damit das hier alles im Kreislauf funktionieren kann und damit das hier alles zusammenspielen kann. Und noch was ich euch gern zeigen möchte, und zwar ist hier mein Getreide gekeimt. Und zwar mache ich das oft so, dass ich auch mal ein paar Körnchen auf den Boden streue. Ist zwar nicht so toll, weil das auch die Mäuse anzieht, aber es gibt auch einen großen Vorteil, nämlich dass das Getreide dann teilweise, wenn man es ab und zu gießt oder wenn Regen drauf kommt, dass es keimt und dann einfach zu Getreidegras wird und man es dann auch den Hühnern füttern kann und die Hühner natürlich dann gleich sofort auch Grünzeug haben. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben mit dem Hühnerauslauf und habe hier alles neu begrünt. Im Frühjahr habe ich alles ausgesät und es war eine wunderschöne Wiese. Und jetzt nach 4 Wochen bei 30 Hühnern sieht es hier wieder aus wie Wüste-Kahlschlag. Und deswegen habe ich mir jetzt eine andere Taktik überlegt. Ich habe schon mit Daniel gesprochen, dass er mir wohl im Winter helfen muss, hier eine Teilung in den Hühnerauslauf hineinzubekommen. Und zwar möchte ich den in 3 Teile teilen. Einen Teil, den sie praktisch immer zur Verfügung haben, der soll zur Hälfte überdacht sein. Das ist der Teil hier vorne, wo sie sowieso meistens sind.
und zwei Teile, wo dann wirklich eine schöne Wiese mit Obstbäumen entstehen soll, die man dann praktisch nur eine Stunde am Tag immer im Wechsel benutzt, den Auslauf, so dass die Wiese hier sich immer wieder regenerieren kann, dass also so eine Art Wechselweidensystem hier entsteht. Und ja, das werde ich natürlich wieder mit der Kamera verfolgen und euch zeigen, wie meine Erfolge damit sind. Denn ich kann es einfach nicht leiden, wenn die Hühner hier immer so auf, ja, in so einer Wüstenlandschaft rumlaufen und nichts Grünes mehr zu knabbern finden. Das finde ich echt nicht schön. Leider mussten wir die Hühner ja schon eher von der Streuobstwiese runternehmen, wegen dem Fuchs. Und da hat sich auch was Neues ergeben. Das heißt, der Fuchs war ja 3 Tage hintereinander da und dann nicht mehr. Und da habe ich mich geirrt. Denn, ja, wir haben hinten, wo wir die Kartoffeln und die und den Kürbis angebaut haben, ganz, ganz hinten bei uns am Feld, da haben wir so eine riesengroße Ligusterhecke. Und tatsächlich bin ich jetzt mal mittags dort lang spaziert und wollte mal nach den Rechten schauen. Und da habe ich doch tatsächlich frisch gebuddelte Löcher gefunden und in der Hecke hat es geraschelt. Und ich dachte erst, vielleicht ist es ein Kaninchen oder irgendwas anderes. Aber ich habe dann eine Kuhle gesehen, wo platt gelegen war. Und da hat er tatsächlich sein Mittagsschläfchen gehalten. Und habe dann nur noch die Schwanzspitze gesehen von dem Fuchs. Aber er hat uns nichts weggeholt. Also toi, toi, toi. Bisher hat er sich nur ganz hinten aufgehalten, hat ein paar Mäuse wegschnabuliert und hat unsere Hühner und auch unsere Kaninchen komplett in Ruhe gelassen. Bis jetzt. Mal schauen, wie lange das noch geht. Das heißt also, für mich wird es wohl nicht mehr möglich sein, auf der Streuobstwiese die Hühner zu halten. Aber da habe ich auch schon wieder eine andere Idee. Nämlich nicht mit dem Stromzaun, sondern dass ich eventuell dann im nächsten Jahr ein paar Hühnertraktoren dort langlaufen habe. Und dann kann ich zumindest einen Teil der Hühnerschar, die ich hier in dem Auslauf habe, mit auf die Streuobstwiese packen. Denn zum einen haben sie dort dann immer frisches Grün. Das heißt, ich kann den Hühnertraktor dann jeden Tag ein Stück weiter rücken. Und zum anderen düngen sie mir natürlich die Wiese. Und ja, ich weiß, für die Artenvielfalt ist es toll, eine magere Wiese zu haben, aber ich möchte ja meine Streuobstwiese nutzen als Futterquelle für meine Tiere und bin deswegen eher an einer fetten Wiese interessiert und möchte ja dort ein bisschen den Boden aufbauen. Und das kann man natürlich sehr gut auch mit dem Dung der Tiere. Und Herbstzeit ist halt auch die wichtigste Pflanzzeit. Hier links seht ihr einen einheimischen Ahorn, ein Feldahorn, der ganz wichtig für die Artenvielfalt ist, und einen Urwelt-Mammutbaum. Und ja, ich habe schon lange mit dieser Pflanze geliebäugelt und ich habe jetzt tatsächlich einen Urwelt-Mammutbaum gepflanzt, habe allerdings jetzt festgestellt,
dass er nicht wintergrün ist, was ich ursprünglich dachte, denn er sollte uns eigentlich etwas als Schutz dienen für unsere Streuobstwiese. Und zwar habe ich gemerkt, dass wir an derselben Stelle, vorher hatten wir eine riesige Blaufichte und die hat uns, denke ich, viel von dem Frost und dem Wetter abgehalten von unserer Streuobstwiese. Und dorthin habe ich jetzt auch diesen Mammutbaum gepflanzt, nämlich auf die Westseite der Streuobstwiese, sodass auch er eventuell Spätfröste und so weiter etwas abhalten kann. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß es nicht, denn er ist nicht wintergrün. Aber mal schauen. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Er ist halt sehr schnellwüchsig und das finde ich halt auch sehr gut. Den Feldahorn habe ich mit in unsere Wildobsthecke gepflanzt. Davon habe ich jetzt 3 Pflanzen gesetzt und ich hoffe einfach wirklich, dass er der Artenvielfalt bei uns hilft. Und ja, dann wollte ich euch zum Schluss noch etwas über mein Mangold erzählen. Ich habe so viel Mangold und ich wollte euch noch ganz kurz einen Rezepttipp mitgeben. Und zwar verarbeite ich den gern wie folgt. Ich schneide die Stiele in kleine Stücke und dünste die in der Pfanne an. Dann kommt das klein geschnittene Grünzeug des Mangolds hinzu. Dann würze ich das mit Pfeffer und Salz und gebe Feta-Käse hinzu. Und jetzt kommt's, auch 1 bis 2 Hände voll Rosinen. Und das ist wirklich super lecker. Feta-Käse, Mangold und Rosinen. Und das serviere ich dann zusammen mit Reis. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist wirklich ein ganz tolles Rezept. Und ja, jetzt pflanze ich noch einen kleinen Apfelbaum mit euch.